Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin diesmal schon wieder was gefragt worden. Ich hatte auch ehrlich gesagt persönlich darüber nachgedacht, ob ich da jetzt was zu erzählen soll oder nicht. Fällt mir diesmal etwas schwer. Also es ist ja häufiger so, dass es mir ein bisschen schwer fällt, die Frage zu beantworten. Sollst du jetzt was erzählen? Sollst du nichts erzählen? Aber ja, auch da ist es jetzt wieder so, dass doch ein paar viele Fragen gekommen sind. Manchmal reicht mir ja eine, um das als Aufhänger zu nehmen. In diesem Fall waren es auf jeden Fall viele. Ne? So, der Sagi hat sich ja geäußert zur Überregulierung durch den Naturschutz. Und jetzt, bevor irgendjemand das jetzt falsch versteht, generell gebe ich ihm da durchaus sehr, sehr recht. Wir haben definitiv, das ist völlig unbestritten, eine Überregulierung durch den Naturschutz und die Art und Weise, wie Naturschutz betrieben wird. Also mit reinem, das ist jetzt verboten, jenes verboten und dieses verboten. Weiterhin Naturschutz betreiben zu wollen, ist ebenfalls eine blöde Idee. Genau so weitermachen, wie das jetzt seit den 70ern etwa, sage ich jetzt mal grob, die gängige Praxis gewesen ist. Alles, was selten ist, Käseglocke drüber und schützen. So, weil wir haben da jetzt inzwischen auch entsprechend viel dran geforscht. Also wir meint die Naturwissenschaft, die Forstwissenschaft, die Umweltwissenschaft und so weiter und so fort. Und es ist ja so, dass es ja auch jede Menge alternative Konzepte inzwischen gibt und viel in Sachen Naturschutz momentan quasi synonym zu verwenden ist mit Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das bedeutet ja genau das, was der Sacki anprangert, als dass es fehlt. Und da hat er ja auch, wie gesagt, recht, ne? Das fehlt immer noch viel zu sehr. Sehe ich auch so, aber es ist nicht ganz so, dass es das gar nicht gibt. Ne? Weil also der Trend geht definitiv hin zu Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die ganzen entsprechenden Ämter, die mit solchen Umweltschutzgeschichten und so weiter und so fort betraut sind, sind alle mehr oder weniger hochoffiziell, manchmal auch ein bisschen inoffiziell, aber alle in irgendeiner Form aufgerufen, viel mehr in Sachen Bildung zu tun, dass ein gewisses Bewusstsein für Natur und Naturschutz und für die Schönheit der Natur und so weiter und so fort auch weitergegeben wird. Also das ist definitiv aktuell gerade total am Werden. Also da wird ganz viel, fast alle Kohle, die inzwischen da in diesem Bereich ausgegeben wird, also im Bereich Naturschutz ausgegeben wird, da geht ein Großteil, ein wirklich großer Teil geht genau da in diesen Aufklärungs- und entsprechenden Bildungsbereich. Also ganz doof sind die Leute, die da zuständig sind, halt eben auch nicht. Ne? Nichtsdestotrotz ist noch ganz viel ganz arg scheiße und das stimmt natürlich vollkommen. Und dass man fast nichts darf im Wald, ja, im Grunde genommen kann man das natürlich sehr, sehr, sehr schnell sehr arg so sehen und man darf ja tatsächlich auch nicht allzu viel. Wenn man sich dann total lange und total ausführlich, so wie ich das ja ganz gerne tue, mit der Rechtslage auseinandersetzt, dann entdeckt man ja schon noch ein paar Schlupflöcher, wie man das eine oder andere dann halt doch offiziell darf. Beispiel das beliebte Feuer in Niedersachsen. Aber Überregulierung ist da, ne? Ganz klar. Wovor ich wirklich warnen möchte, ist, dass man jetzt zu sehr in die Extreme abgleitet. Ne? Überregulierung ist das eine Extrem. Ne? Also man darf nichts. Das ist das eine Extrem. Da sind wir aber noch nicht. Also rein objektiv betrachtet, da müssen wir immer so ein bisschen hingucken, wie ist denn die rechtliche Situation in Deutschland im Vergleich zum Rest der Welt. Weil wenn man als Argument dafür, dass wir nichts dürfen, Schweden und das Jedermannsrecht oder auch die skandinavischen Länder generell und das Jedermannsrecht heranzieht, dann muss man auch das andere Extrem, finde ich, einfach damit man es ein bisschen ausgewogener darstellt, heranziehen. Und das soll jetzt keine Kritik am Sacki sein. Ich sage nur, aus meiner Sicht ist das notwendig, dass man auch das andere Extrem anguckt. Und das besteht darin, dass man tatsächlich nichts darf. Was dürfen wir denn? Wir dürfen unabhängig von demjenigen, dem der Wald gehört, jeden Wald grundsätzlich, wenn es jetzt kein Schutzgebiet ist, erstmal zumindest abseits der Wege betreten, wenn es kein Schutzgebiet ist. Und auch wenn viele Leute den Eindruck haben, und ich persönlich hätte ihn auch, wenn ich es nicht wüsste, dass gefühlt alles Schutzgebiet ist, ist es nicht. Wir haben, je nachdem, welche Quelle man fragt, so etwa unter der
etwa 7% der Bundeswaldfläche unter Schutz. Und wir haben so etwa 9, je nachdem wie man fragt und was man dazu zählt, Prozent der Gesamt-Deutschlandfläche unter einem gewissen Schutzstatus. Aber über letztere Zahl, puh, da kann man sich gut streiten. Jedenfalls ist es halt wirklich weit davon entfernt, überall zu sein. Das Problem ist halt bloß, dass viele Flächen, die halt eben nicht unter Schutz stehen, auch nicht unbedingt so attraktiv sind. Und gerade die attraktiven Flächen, wo man halt eben hingeht für einen Wanderurlaub, insbesondere wenn man wirklich wegfährt, um wandern zu gehen, dann geht man ja nicht nach irgendwo, in irgendeinen Wald, sondern man guckt ja vorher, wo ist es schön, wo gibt es eine schöne Felsformation, etc. und so weiter und so fort. Und das ist dann tatsächlich fast immer ein Naturschutzgebiet. Aber nochmal, ich habe ja gesagt, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen andere Länder angucken. Und bei uns darf man noch vergleichsweise viel international gesehen, weil wir eben nicht zulassen, dass jemand, der Wald besitzt, den Wald für andere sperren darf. Das ist ein ganz großes Recht eigentlich. Das nehmen wir nicht so wahr, weil es schon immer so war und weil es schon immer so ist und wahrscheinlich auch immer so sein wird, hoffen wir es. Aber das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr große Freiheit, die uns Deutschen dazu steht, dass das Recht zur Waldsperrung nämlich eben nicht existiert, dass das allgemeine Betretungsrecht des Waldes existiert. Natürlich, wir sind nicht so frei wie Skandinavien. Das sind wir hinten und vorne nicht oder auch Teile der Schweiz. Aber doch nochmal deutlich freier in der Hinsicht als beispielsweise Österreich. Gucken wir uns doch einfach mal Österreich an. In Österreich steht quasi durchs Forstgesetz, also das generelle österreichweite Forstgesetz, ich glaube es heißt Forstgesetz, das allein verbietet schon generell ziemlich ausdrücklich das Übernachten im Wald. Also da muss man schon äußerst dreist sein, wenn man da noch Schlupflöcher finden möchte. Eventuell gibt es welche. Ich bin jetzt kein Experte und ich weiß, ihr hättet teilweise gerne, dass ich mich damit mal auseinandersetze, aber habe ich noch nicht getan und habe ich in nächster Zeit ehrlich gesagt auch nicht vor. Aber ich weiß von keinem Schlupfloch, von dem ich irgendwann mal was gehört hätte, dass einem zumindest halblegal das Übernachten im österreichischen Wald erlauben würde. Und bei uns ist zumindest grauzonenmäßig möglich. Feuer machen kannst du in Österreich auch wirklich nirgends. Und wer Privatwald hat, darf das Betreten des Privatwaldes, des eigenen Waldes, auch entsprechend verbieten. Heißt, ein generelles Recht auf das Betreten des Waldes gibt es in Österreich eben nicht. Bei uns schon. Also wir meckern auf international gesehen vergleichsweise doch sehr hohem Niveau. Und jetzt muss man dazu sagen, man muss solche Fragen mit Besucherdruck, mit Betreten der freien Landschaft, mit Aufsuchen der Natur immer in einem wesentlichen Zusammenhang sehen, der eine ganz entscheidende Rolle spielt bei allen solchen Fragestellungen, nämlich die Bevölkerungsdichte. In einem Land, wo kein Schwein wohnt, ist es scheißegal, ob es da völlig legal ist, jedes Stückchen freie Landschaft zu betreten, weil so wenig Leute wie da sind, selbst wenn die sich exakt gleichmäßig über das gesamte Land verteilen würden, Beispiel irgendwie Grönland, ne? Dann steht alle 20 Kilometer steht dann ein Hansele auf dem Eis. Das ist scheißegal, selbstverständlich, ne? Wenn wir in Deutschland alle Personen, die hier leben, gleichmäßig über das gesamte Land verteilen, dann kriegt jeder zwar zugegeben noch mal so ein paar Meter Wald, aber er kann von den paar Metern, in denen er jetzt hockt, problemlos rüberrufen zum nächsten, der in deutlicher Sicht und wahrscheinlich auch noch guter Sprechweite eben entsprechend hockt. Ne? Das hat dann auch nichts damit zu tun, von der Art von Naturgenuss, wie wir sie gerne hätten. Und das macht die Sache halt überaus schwierig. Des Weiteren, wenn man das Jedermannsrecht heranzieht, so als großer Vergleich, ja in Schweden geht das ja auch, erstens, wie gesagt, die Bevölkerungsdichte und zweitens muss man dann auch erwähnen, dass es nicht so ist, dass die Schweden das Jedermannsrecht haben und jetzt super glücklich sind, weil sie das Jedermannsrecht haben, sondern das ist schwer umstritten. Die Schweden haben da ein großes Problem mit. Die überlegen ernsthaft, ob sie das wieder abschaffen sollen. Also, jo, wir erlauben alles und alle Probleme sind gelöst. Nee, eben nicht. Ne? Dann gehen nämlich ganz andere Probleme los, die sie jetzt halt eben haben. Unter anderem das allseits beliebte Problem, und das ist wirklich
wirklich was, was viel diskutiert wird, was auch durchaus jetzt interessant sein könnte in Anbetracht dessen, dass ja auch die Regierung von Schweden etwas mehr in den rechten Flügel gerückt ist. Das kann man jetzt gut finden, das kann man jetzt schlecht finden, aber die tendenziell, ich will gar nicht so stereotyp das jetzt ausdrücken, aber tendenziell die etwas konservativ rechtere Orientierung politischer Art beinhaltet meistens eine etwas kritischere Einstellung, und ich will jetzt gar nicht sagen Ausländer raus, aber eine etwas kritischere Einstellung zum Thema Ausländer. So, und wenn wir jetzt nach Schweden wollen und in Schweden für uns in Anspruch nehmen, dass auch wir das Recht haben, die schwedische Natur zu genießen, so viel wir wollen, eventuell haben die Schweden, und das haben sie nicht nur eventuell, sondern das haben sie tatsächlich, und ich bin da oft genug, um das wirklich sagen zu können, ein großes Problem damit, wenn wir Deutschen kommen, einfach mal so dahin kommen, einfach mal so vom Jedermannsrecht, für das wir nichts getan haben, dass es das gibt, Gebrauch machen und dann über unseren Müll überall liegen lassen. Weil wir müssen auch so realistisch sein und uns daran erinnern, dass der Müll, den auch jemand wie der Saki, absolut vorbildlich, natürlich völlig vorbildlich, immer mal wieder fleißig einsammelt unterwegs, ja auch irgendwo herkommen muss. Und jetzt gibt es verschiedene Ansichtsweisen, wie man diese Müllthematik interpretieren kann. Entweder kommt der Müll daher, dass es zu viele Leute gibt, die zu wenig Umweltbildung besitzen und aus Unwissenheit einfach so da jetzt Müll liegen lassen, weil sie nicht genau gelernt haben, wie toll die Natur doch ist. Oder es gibt vielleicht noch andere Ansätze, die kenne ich ja nicht alle, aber ich würde den Ansatz bevorzugen, das sind einfach Volltrottel. Und ab einem gewissen Grad der Idiotie, nach meiner Ansicht, kann man nicht mehr viel machen. Ab einem gewissen Level ist Idiotentum meiner Ansicht nach unheilbar. Da bringt es dann nicht mehr allzu viel, da eben entgegen anzustinken. Man darf jetzt allerdings natürlich auch wieder nicht hingehen und sagen, oh, das ist eh nur ein Idiot, dem brauche ich gar nicht erst was beibringen zu wollen. Das wäre dann auch wieder fatal. Und das macht die Sache ja auch so furchtbar schwierig, ne? Dass man halt nicht vorher erkennen kann, mit irgendeinem Gesichtsscanner per Überwachungskamera am Waldeingang, um mal ein schönes Schreckensszenario zu malen, der dann feststellt, das ist ein Naturfreund, der darf rein. Das ist jemand, der nur Waldparty machen möchte, der darf nicht rein. Wie soll das gehen? Das funktioniert halt eben nicht. So, und wenn wir jetzt halt sagen, Deutschland ist total überreguliert, dann nehmen wir doch jetzt spaßeshalber einfach nur mal als Kontrast die genaue Alternative und gehen von völliger Unterregulierung aus. Beispiele für Länder, in denen das Nutzen und das Betreten der Natur völlig unterreguliert ist. Brasilien, Papua-Neuguinea, Indonesien und so weiter. Also der komplette Tropengürtel. Ne? Da ist zwar durchaus gibt es auch Gesetze, aber an die hält sich halt kein Schwein und muss es auch nicht, weil es fast unmöglich ist, dass die irgendwie kontrolliert werden, weil viel zu wenig Personal auf viel zu viel Fläche. Und was haben wir jetzt da? Da, wo Unterregulierung herrscht, ja, Raubbau, soweit das Auge reicht, illegales Abholzen von Regenwäldern, soweit das Auge reicht, teilweise natürlich noch mit riesigen Mengen an Korruption in der Regierung, dass man da wirklich, sobald man Geld hat, machen kann, was man möchte. Das ist das andere Extrem zur Überregulierung. Oder wir können auch so weit gehen und sagen, dass das andere Extrem zu alles ist verboten, alles ist erlaubt ist. Und alles ist erlaubt bedeutet natürlich, dass jeder so viel er möchte im Wald herumstreifen kann, wie er will. Er darf sich da auch ein Blockhäuschen bauen und im Wald leben und hin und wieder mal in die Zivilisation gehen, weil er einen Sack Mehl braucht. Aber sonst lebt er nur von Beeren und Kräutern und Fichtennadeltee und ja, was einem sonst noch so einfallen mag. Ne? Muss ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Das per se klingt erstmal toll. Aber erstens, bei der Anzahl von Einwohnern, die wir in Deutschland haben, kann es einem passieren, dass es gerade an den schönsten Stellen im Wald dann plötzlich alle 200 Meter so ein Blockhaus gibt. Gerade an den schönsten Stellen eben. Weil, wenn alle dürfen, wir wissen nicht, wie viele das sind, die das überhaupt wollen, das werden nicht allzu viele sein, aber wenn es alle dürfen und sich dann irgendwann rumspricht, weil alle, die da im Wald hocken, dann auch noch einen entsprechenden Vlog haben oder einen Blog, also das Schreibding oder das Videoding, und dann eben entsprechend alle im regelmäßigen Umfang, und dazu gehöre ich ja auch, ne? Also bei dem Problem, dass viel über die Tollheit der Natur berichtet wird,
dazu gehöre ich ja auch. Dazu gehöre ich an allererster Stelle. Also das ist einerseits natürlich wichtig und wie der Sacki auch vollkommen richtig bemerkt, da bin ich auch voll hundertprozentig seiner Meinung, ist die Aufklärung darüber, dass Natur wichtig und Natur schön ist, durch unter anderem eben auch Filmchen, wo man sehen kann, dass die Natur schön und toll und wichtig ist und wie man sich korrekt in ihr verhält, weil Sacki da, also was seine Touren angeht, das ist ja absolut vorbildlich. Da kann ich jetzt noch so sehr ins fachliche Detail gehen, da finde ich überhaupt nichts, was der irgendwie falsch machen könnte. Gibt es wirklich nichts auszusetzen. Also das ist der Archetyp vom sanften Outdoor-Tourismus in Anführungszeichen. Einfach nur durchlaufen, vielleicht irgendwo lagern, aber nur eine Nacht und dann wieder abhauen. Also meiner Meinung nach, das mache ich im Übrigen ja auch so, diesen Typus, ist das so die maximaler Naturgenuss bei minimalem Einfluss auf dieselbrige Methode. Ne? Wenn du hingehst und baust dir einen Bunker im Wald, das ist aus meiner Sicht, und da kann man sich jetzt wieder streiten, ob man das der Natur zumuten möchte oder nicht, aber aus meiner Sicht ist das schon wieder zu viel. Aber ein kurzer Besuch in der Natur, da mal zu Besuch sein, von mir aus auch über einen längeren Zeitraum und über eine längere Strecke durch die Natur wandern und überall wirklich nur sich vergleichsweise kurz aufhalten und vergleichsweise kurz die Tiere damit nerven, dass da jetzt Mensch anwesend ist, das halte ich für eigentlich relativ ideal. Kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel mit der keine Reglementierung. Neben dem, jeder darf sich sein Hütchen in den Wald bauen, wäre auch noch möglich, jeder darf alles im Wald. Ne? Das heißt, wenn du reich bist, kannst du auch hingehen und baust halt kein Hütchen, sondern du baust halt ein Hotel. Mit großem Wellnessbereich und Pool und das hier hinten, hinter mir. Also jetzt seht ihr nicht, was da ist, aber da ist ein schöner Buchenmischwald. Müsst ihr mir jetzt glauben. Nein, Ben sitzt überhaupt nicht im Wald. Ben sitzt im Keller und hat das Licht ausgemacht. Könnte eigentlich auch sein. Wie beweise ich jetzt, dass da hinten Wald ist? Moment, jetzt habe ich doch das Bedürfnis. Sekunde. Gut, es könnte natürlich immer noch sein, dass ich weiß, wie Photoshop funktioniert. Aber guck mal, das da, das ist Waldboden. Ups. So, und da hinten, da kann ich zielen. Ich glaube, da sieht man einen Baum. Ja, tut man. Ja? Also hier habe ich eine verdammt gute interaktive Greenscreen-Tapete. Oder hocke tatsächlich im Wald. Ja, lassen wir das. Jedenfalls. Auch das ist halt eben die Kehrseite der Medaille. Bei völliger Reglementierung darf halt jeder machen, was er lustig ist. Und dazu gehört halt auch die Option, großen Scheiß zu machen. Und man könnte auch, wenn Feuer machen im Wald generell erlaubt wäre, wäre es viel schwieriger, irgendwie jemanden ranzukriegen, der beim Feuermachen den Wald angezündet hat. Weil stell dir mal vor, 10 Leute kommen potenziell in Frage, die am fraglichen Tag, wo ein Waldbrand entstanden ist, im Wald gewesen sind und ein Feuer gemacht haben. Und jetzt regnet's. Naja gut, hoffen mal, dass es nicht allzu stark regnet und ich kann noch ein bisschen was erzählen, bis ich hier zu sehr nass werde. Und wenn da 10 Leute in Frage kommen, wie willst du dann rausfinden, welcher von diesen 10 es jetzt dann entsprechend gewesen ist? Und es wird einfach viel, 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 viel schwieriger. Wenn man hingegen weiß, okay, angeblich soll der so und so dann und dann im Wald gewesen sein, vielleicht hat er sogar ein Feuerle gemacht, das macht es natürlich einfacher, als wenn dann noch andere 9 Verdächtige da einfach ins Spiel kommen. Also so mal ganz aus ermittlungstaktischen Gründen mal vorsichtig formuliert. Manu, der Wetterbericht stimmt nicht, es soll erst in einer Stunde regnen, was soll das? Ich bin beleidigt. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass ein Betretungsverbot teilweise naturschutzfachlich halt auch wirklich eine verdammt nochmal gute Idee ist. Es gibt da so im Wesentlichen 2 Fälle. 2 Sorten von bedrohten Arten. Es gibt diejenigen, die von einem Betretungsverbot tatsächlich profitieren und von einem Schutz im Sinne von du darfst ihnen nichts tun, profitieren und es gibt diejenigen, die das nicht tun. Diejenigen, die das nicht tun, sind schätzungsweise, wie wir inzwischen wissen, etwa 90% von denen, die auf der roten Liste stehen, denn die rote Liste wird trotz jahrzehntelangem Schutzstatus nämlich in keinster Weise irgendwie kürzer, sondern da kommt immer nur noch mehr Zeug drauf. Es gibt nur einen geringfügigen Anteil von Arten, die auf der roten Liste gelandet sind, die da dann irgendwann durch die Tatsache, dass es jetzt verboten ist, ihnen nachzustellen und ihren Lebensraum, sofern er als ihr Lebensraum erkennbar ist, aktiv zu zerstören. Da gibt es nur ein paar Arten, die davon profitieren. Ein Beispiel Feldhase,
Storch, ne, so welche, die ein bisschen häufiger geworden sind. Gegebenenfalls auch vielleicht der Kormoran, der war auch mal selten und inzwischen ist er ja bei Fischern gar nicht mehr so gerne gesehen. Auch der Schwarzstorch hat sich wieder vermehrt. Das passt mir jetzt echt nicht in den Kram, dass jetzt regnet. So, folgendes. Wenn wir uns jetzt mal angucken, die Sache mit dem Naturschutz bzw. dem Unterschutzstellen. Man spricht da ja in Fachkreisen auch vom Käseglocken-Naturschutz. Heißt, wir machen einfach eine Käseglocke drüber über das Gebiet und man darf in diesem Gebiet jetzt nichts und der Mensch darf da nicht rein und darf da überhaupt nichts und damit ist die Natur da drin jetzt gerettet. Das ist in zweierlei Hinsicht sehr, 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 sehr umstritten und mittlerweile eigentlich in vielen Fällen als Blödsinn abzustempeln. Völlig richtig, weil viele... Ein Ökosystem bleibt ja nicht so, wie man es gerne geschützt haben möchte, so nur weil man eine Käseglocke drüber macht und versucht, sämtliche äußeren Einflüsse abzuschirmen. Es ist nämlich ohnehin grundsätzlich falsch und ein populär ökologischer Trugschluss, dass ein Ökosystem irgendwie in seinem Dasein konserviert werden könnte oder sollte. Natur bedeutet immer Wandel. Immer. Immer. Es gibt keine Ausnahme, wo irgendwo irgendwas sich nicht ständig wandelt in der Natur. Natur ist niemals, ja, das muss jetzt genau so sein und so müssen wir das jetzt schützen. Was man schützend versuchen kann, das ist der sogenannte Prozessschutz. Dass man dann hingeht und sagt, wir wollen den natürlichen Prozess, der für dieses Ökosystem typisch ist, die natürliche Entwicklung, den natürlichen Wandel, den wollen wir schützen. Und damit dieser Wandel so abläuft, wie von der Natur vorgesehen, mal ganz vereinfacht ausgedrückt, deswegen machen wir da jetzt einen Schutzstatus drauf und sagen, dass da bestimmte Dinge, die diese natürliche Entwicklung blockieren könnten, eben entsprechend nicht mehr erlaubt sind. So. Und dann kommt es verdammt nochmal sehr stark darauf an, was zum Geier ist denn jetzt dieses Schutzgebiet? Ist es zum Beispiel ein Moor? Ein Moor hat jeden Schutzstatus dieser Welt verdient, weil ein Moor ist hochempfindlich. Und bei einem Moor ist es eben nicht egal, wenn da auch nur eine Person durchlatscht. Jede Person, die da durchlatscht und dann auch noch gegebenenfalls unterwegs mal pinkeln muss und vielleicht unterwegs auch noch mal noch größere Nährstoffeinträge produzieren muss und vielleicht da auch schon zwei, dreimal durchgelatscht ist, hinterlässt mit jedem Fußtritt, der zweimal auf derselben Stelle stattfindet, also einmal irgendwo hintreten. Das verkraften die meisten Moorpflanzen noch. Aber sobald du zwei, dreimal auf sie drauf trittst, sind viele auch schon hin. Ne? Und ich stelle immer vor, eine Gruppe von drei Personen macht das und schwuppdiwupp hast du da auf viele Jahre entsprechend ein paar tote Pflanzen und einen gewissen Nährstoffeintrag von außen. Wenn ich weiß, Moore sind unglaublich nährstoffarme Standorte, jedes bisschen an zusätzlichen Nährstoffen, was wir da irgendwie reintragen, was ohne uns da niemals reingekommen wäre, das spielt schon eine gewisse Rolle. Jetzt kann man aber auch sagen, ja und wenn der Hirsch reinrennt und reinscheißt, dann ist es ja auch ein Nährstoffeintrag. Ja, und wo zieht man jetzt die Grenze? Das ist jetzt halt eben die große, große, große Frage. Das Problem ist jetzt nur, dass Moore eine gewisse Faszination auf viele Leute ausüben und überall da, wo es entsprechende Pfade ins Moor gibt und entsprechende Bohlenstege, wo man ins Moor reinrennen kann, da sind zum Teil wirklich ganze Völkerwanderungen unterwegs und viele, viele Leute wollen ja auch eben entsprechend ins Moor. Vielleicht wäre es anders, wenn es keinen Bohlensteg gäbe, mit ziemlicher Sicherheit, aber Moore sind extrem empfindliche Lebensräume und ein Sonnentau, eine der wenigen fleischfressenden Pflanzen, die wir in Deutschland haben, da trittst du einmal drauf, dann ist der kaputt. Der ist völlig konkurrenzlos. Der kann nur da existieren, wo kein anderer mehr hingehen möchte. Da geht auch der Hirsch dann nicht mehr hin, weil der findet da auch nichts mehr zu fressen. So ein Sonnentau schmeckt niemandem wirklich. Da gibt es dann wirklich bloß noch Insekten. In super seltenen Fällen landet mal eine Ente auf dem Moorteich und bringt mal 5 Gramm Stickstoff mit oder irgendwie sowas. 5 Milligramm eher. Aber sonst ist da keiner. Und solche letzten Inseln, wo auch natürlich gesehen kein Schwein Interesse hat hinzugehen, da gibt es nur ein Tier, was komischerweise immer dahin gehen muss, wo sonst keiner hingeht. Wo sonst wirklich nur noch spezialisierte Lebensformen vorkommen, die deswegen da leben, weil sie viel zu schwach und klein und kränklich sind, um irgendwo anders zu leben, wo irgendwer anders schon ist. Und genau da muss Homo sapiens dann auch noch reinlatschen.
Und das ist so, das müssen wir dann, ne? Wir müssen auf den höchsten Gipfel, wir müssen auf das letzte Stückchen völlig unerschlossene Wildnis, das es noch irgendwo gibt auf dem Planeten. Genau da müssen wir dann hin, wir großen Naturliebhaber, insbesondere auch ich. Warum zum Geier will ich nach Grönland? Ja, weil da der letzte Eck, das letzte Fleckchen ist, wo halt noch keiner gewesen ist. Oder zumindest wenig gewesen sind. Ne? Im Grunde ist ja genau das falsch. Aus einer gewissen Sicht von gewissen Naturschützern, und die kann ich zum gewissen Teil auch nachvollziehen, ist ja genau das falsch, dass man dann ausgerechnet, um die Natur zu erleben, dahin geht, wo sie noch völlig unbeeinflusst ist, beeinflusst sie dadurch, dass man sie erlebt, und geht dann zurück und erzählt, okay, ich war jetzt da, wo die Natur noch völlig intakt ist, und jetzt müssen wir die andere Natur auch alle schützen. Das bedeutet ja aber im Grunde dann natürlich auch, dass man damit auch gleichzeitig sagt, dass alle anderen auch dahin müssen, wo die Natur noch intakt ist. Und wenn da dann alle gewesen sind, ist die Natur dann nämlich nicht mehr intakt. Und das ist so ein Teufelskreis. Und ich kenne da auch keine Lösung. Ich habe da keine Ahnung, wie man das bitte machen soll. Sinnvoll wäre vielleicht zu sagen, ich bleibe generell zu Hause und gucke mir schöne Dokumentationen über die, da, wo die Natur noch intakt ist, an und gebe meinem Bedürfnis, dahin zu gehen, wo sie noch intakt ist, halt nicht nach. Wäre vielleicht gar keine so blöde Lösung, wenn man das mal rein nüchtern betrachtet. Aber andererseits, wie der Saki ja schon sagt, wer nicht die Natur erlebt hat, da wo sie noch intakt ist, der hat auch einen ganz anderen Bezug zur Notwendigkeit des Schutzes derselbigen. Aber wie zum Geier soll man das lösen? Es können ja nicht alle dahin. Davon abgesehen, viele, die dahin gehen, hätten da auch keinen Spaß und würden da dann entsprechend Unsinn anstellen. Schwierig, schwierig, schwierig. Und hochkontrovers natürlich. Und überhaupt nicht einfach zu beantworten, diese Frage. Nochmal zu der Sache mit den Schutzgebieten bei uns. Es ist wirklich in den allermeisten Fällen so, dass da dann halt nochmal irgendwelche spezialisierten Arten vorkommen, die deswegen selten sind, weil sie ganz spezielle Lebensbedingungen beschissener Art brauchen. Weil sie nur da wohnen können, wo, wie gesagt, alles so scheiße ist, dass da kein anderer hin will, außer uns. Auf irgendeiner Klippe, wo wir gerne rumklettern, ne? So eine schöne Sandsteinklippe, Beispiel Sächsische Schweiz, da irgendwie so ganz oben auf den Klippen, wo nur noch so eine krüppliche Kiefer steht und noch so ein bisschen Moos wächst und so weiter und so fort. Da geht kein Hirsch hin, da geht kein Reh hin, da klettert die Wildsau nicht hoch, da landet auch höchst selten mal ein Vogel, weil da gibt es auch nicht viele Würmer im Boden, die er fressen könnte. Da gibt es auch nicht viele Insekten, weil die da oben auch nicht viel zu fressen finden, weil da bloß eine krüppliche Kiefer steht. Das einzige Lebewesen, das an so einen Ort dann unbedingt noch hin muss, weil es der Meinung ist, das ist jetzt noch Urnatur, sind wir. Und dann ist es auch schon keine Urnatur mehr, weil dann sind wir da ja gewesen. Und es ist halt natürlich die Frage, wenn wir da nur einmal kurz hochkraxeln, uns kurz dahinstellen, ein überwältigendes Gefühl von Freiheit kurz haben und dann wieder abhauen, ohne da jemals irgendwas großartig vom Baum abgebrochen zu haben, hingeschissen zu haben, ein Tarp aufgebaut zu haben. Und selbst wenn wir ein Tarp aufbauen und da eine Nacht mal übernachten, solange wirklich nur wir das tun, ist das kein Problem. Aber was, wenn wir jetzt angenommenermaßen einfach mal ein YouTuber sind, der halt an dieser Stelle halt eben entsprechend tut. Jetzt ist es unwahrscheinlich, dass man unsere Zuschauer, wenn wir jetzt nicht explizite GPS-Koordinaten von diesem Felsen irgendwo hin reinhauen ins Internet, ist es unwahrscheinlich, dass jemals jemand rausfindet, wo genau dieser Felsen war. Aber das ist ja ein Felsen in einer Region, wo es da viele solche Felsen gibt. Also ist es für Autonomalverbraucher kein Problem, oder für jemanden, der halt unsere Videos gesehen hat, kein Problem, da hinzugehen und einen ähnlichen Felsen zu finden und genau das Gleiche zu machen. Und dass das passiert, das ist so. Ein Beispiel. Benjamin Klausner, ich habe keine Ahnung, ob er jetzt wieder Videos macht oder nicht, ist mir auch nicht so dramatisch wichtig aktuell, hat mal eine Reihe gemacht aus der Schwarzwald-Holzhütte oder der Holzhütte im Schwarzwald. So. Durch Zufall habe ich irgendwann mal rausgefunden, wo diese Holzhütte im Schwarzwald ist. Das ist nämlich eine vollständig eingerichtete, öffentlich zugängliche Hütte mit Ofen, mit Schlafboden, mit tollen Bänken drin, mit Tisch, mit Stühlen. Es gibt sogar Kochgeschirr und so weiter und so weiter. Sowas ist in Deutschland ziemlich einmalig. Habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Ich kenne nur diese eine Hütte, wo wirklich aus reiner Güte quasi, aus reiner Menschenfreude, ein paar Leute diese Hütte betreuen und da halt immer mal wieder regelmäßig Zeug reinstellen, das Ding auch ein bisschen warten und unter anderem halt sogar so einen Ofen reingepackt haben. Man kann in dieser Hütte also bei minus 20 Grad mit vorm prasselnden Ofen in dieser Hütte mitten im Schwarzwald, im Hochschwarzwald übrigens, entsprechend hocken und den Winter genießen. Ist ein großartiges Erlebnis. So, das Blöde ist jetzt,
wenn alle Welt weiß, wo diese Hütte ist, ist es bald kein großartiges Erlebnis mehr, weil dann wird zugegebenerweise aus völlig nachvollziehbaren Gründen diese Hütte halt frequentiert genutzt. So, und man kann in dem Hüttenbuch dieser Hütte entsprechend nachlesen, teilweise wirklich schockierende Dinge von dem, was da so drin steht, wer alles diese Hütte gefunden hat, weil sie halt bei Benjamin Klausner eben entsprechend in seiner Videoreihe gezeigt worden ist. Er hat auch nicht gesagt, wo die Hütte ist. Also ihn trifft da so gesehen keine Schuld. Er hat da nichts falsch gemacht. Eigentlich. Aber trotzdem hat das Vorhandensein dieser Hütte und dazu geführt, dass ein Haufen Leute diese Hütte eben entsprechend nachträglich aufgespürt haben. Ja, und dann hat man halt eben entsprechend den Salat. Und ganz ehrlich, als ich das erste Mal da war, hatte ich auch schon die Kamera rausgeholt und wollte gerade hier Hüttenvlog machen und darauf hinweisen, dass diese großartige Hütte existiert. Aber nachdem ich dann Gott sei Dank, beziehungsweise ich hatte ehrlich gesagt schon angefangen mit Dreh, aber dann habe ich noch ins Hüttenbuch geguckt und dann stand das da halt drin, hey, danke an Klausner, Partyhütte. Und da habe ich das große Grauen gekriegt und da habe ich mal wirklich drüber nachgedacht, was passiert jetzt wirklich, wenn irgendwann mal irgendein YouTuber, oder vielleicht waren es auch mehrere, ich weiß nicht, ob das nochmal jemand außer Klausner gewesen ist, dazu für sorgt, dass diese Hütte völlig publik wird. Dieses Kleinod kennt dann jeder und dann hat keiner mehr was davon. Einerseits ist mein erster Impuls, ja toll, das muss man doch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Aber andererseits ist das scheiße, dann war es das mit der Hütte. Ne? Dann kommt zum Beispiel, diese Hütte hatte auf ihren Schlafdachboden mal eine Leiter. Irgendwann mal im Winter waren dann ein paar Trottel da, die keine Ahnung haben, wie man im Winter bitteschön Feuerholz auftreibt, was zugegebenerweise in dieser Region auch nicht ganz einfach ist. Ne? Aber es ist ja auch keine Hütte für Trottel, sondern für Leute, die wissen, was sie tun. So interpretiere ich das zumindest. Und was haben die gemacht? Die haben die Leiter verheizt. Es gab auch schon mal einen Stuhl, der verheizt wurde, habe ich mir sagen lassen und so weiter und so weiter. Ne? Weil dann hockst du da auf dieser Hütte und oh, Feuerholz gibt's nicht. Und irgendwer war sogar so dreist und hat ins Hüttenbuch geschrieben, ja, aber cool wäre es, wenn noch ein bisschen Feuerholz bereitgelegt werden würde. Hallo? Dieses Ding ist wirklich absolut einmalig. Also das einfach nur mal so als Beispiel. Ja, und dann haben wir halt mit der Regulierung, dann bringt der Saki noch ein paar Beispiele für Dinge, die halt eben entsprechend schief laufen. Durch Naturschutz, da hat er ja auch recht, da gibt es ganz viel Zeug, was da eben entsprechend scheiße ist. Nämlich, ich muss mal so kurz Brennmaterial nachlegen. Das ist übrigens wieder so ein übliches Benches Grillanzünderfeuer. Ich habe immer noch viel zu viele von den Dingern. So, nämlich zum Beispiel die Sache mit dem tonnenschweren Harvester, der in der Kernzone vom Nationalpark tatsächlich Bäume fällt, wo er als Wanderer nicht mal die Wege verlassen darf. Da hat er auch nicht Unrecht. Das sollte einfach nicht sein. Das ist natürlich ein Fehler. Das Problem ist allerdings, dass das halt auch wieder nur ein Einzelbeispiel ist. Und wenn wir jetzt mit Einzelbeispielen argumentieren wollen, also so richtig viel argumentieren wollen, also man kann sie natürlich nennen, ne? Das macht ja nichts. Aber damit die ganze Handlungsweise von einem dem zugrunde liegenden Handlungsträger, also sprich in dem Fall muss irgendwie schon staatlich geregelt sein. Also man kann natürlich auch anderer Meinung sein, man kann auch Anarchie haben wollen, aber wie gesagt, dann baue ich jetzt hier hinten ein Wellnesshotel in den Wald. Gut, so viel Kohle habe ich nicht, aber ich kann ja schon mal anfangen, so Steinchen für Steinchen. Oder ich baue mir eine große Luxushöhle oder irgendwie sowas. Ne? Also dann muss wirklich jeder alles machen dürfen, was er lustig ist. Außerdem ist dann Mord und Totschlag im Wald erlaubt und all sowas. Also dann wird der Wald bestimmt nicht das, wie wir ihn jetzt kennen, wenn man da plötzlich alles machen darf, was man irgendwie lustig ist. Aber wie gesagt, wenn man da mit Einzelbeispielen argumentieren möchte, dann kann man ja auch genauso mit Negativ-Einzelbeispielen argumentieren für Beispiele, wo trotz der Reglementierung, trotzdem, dass es verboten ist, trotzdem alles scheiße läuft. Und ich weiß nicht, ob das wirklich besser wird, wenn man sagt, ja gut, das ist jetzt halt einfach nicht mehr verboten, weil das Verbot bringt ja nichts. In vielen Fällen bringt das Verbot halt doch was. Ich weiß ja gerade auf meinem Kanal, wo ich ja so viel über Forstrecht und so weiter und so fort diskutiere, ich habe ganz viele Kommentare von Leuten, die wirklich ganz genau wissen wollen, wie sie denn am allerbesten im Wald sich verhalten können, damit es auch wirklich, wirklich legal ist, weil sie echt ein Bedürfnis daran haben, sich an die Gesetze zu halten und möglichst wirklich so schonend und so gesetzestreu mit dem Wald umzugehen, dass da möglichst überhaupt kein Schaden entsteht. Und, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn wir uns an all die ganzen zigtausenden Waldgesetze, die uns allen auf den Sack gehen, halten, dann sind wir aber automatisch
total nachhaltig und schonend im Wald unterwegs. Und wenn wir alle nur so in den Wald gehen würden, dann gäbe es auch keinen bösen Förster und keinen bösen Jäger und keinen bösen was auch immer Naturschutzmensch, der Saki bescheuerte Mail schreibt. Und die ist wirklich bescheuert, die Mail. Also das steht ja völlig außer Frage. Dann wäre im Grunde alles gut. Aber wir dürften halt für uns jeweils individuell gar nicht mehr so viel machen. Ne? Dann dürfte man, wenn man jetzt nicht zufällig ich ist und da gewisse Sonderprivilegien genießt, dürfte man zum Beispiel sich nicht mal hier so mit an einer völlig harmlosen Stelle mit völlig 0, gar keinem Brandrisiko, außerdem regnet es hier die ganze Zeit zwischendurch, mit Grillanzündern hier eine Beleuchtung schaffen, um ein Video zu drehen. Ne? Das dürfte ich eigentlich auch nicht, wenn ich es nicht dürfte. aber normalerweise darf man sowas nicht. Wenn man halt nicht rein zufällig eben in der beneidenswerten Situation ist, dass man es halt doch darf, ne? Weil man viele Jahre lang so einen Scheiß hier studiert hat. Also nicht so einen Scheiß, aber wie Grillanzünder anzünden, sondern so Wald. Ne? Dann, ja, ne? Schwierig. Kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen aufs Jedermannsrecht zu sprechen. Ich möchte das noch mal rausgraben. Was zum Beispiel auch ganz viele Leute keine Ahnung haben. Ich vermute mal wirklich, jeder zweite Schwedentourist geht da halt einfach hin, hat gehört, da darfst du alles und hat sich das genaue Jedermannsrecht mit all den genauen Bestimmungen und wirklich den detailliertesten Auslegungen von dem Ding nie durchgelesen. Und dann müsste man nämlich zum Beispiel wissen, so ein paar Leute wissen das und so ein paar Leute haben das inzwischen mitbekommen, dass beispielsweise, wenn Brandgefahr herrscht oder in vielen entsprechenden Nationalparks, in denen die Zahl der Feuerstellen, die man entlang des Weges finden kann, in keinster Weise irgendwie geringer ist, wie die Zahl der Feuerstellen, die man da entlang des Weges finden kann, wo man es machen darf, da darfst du nämlich in den Nationalparks kein Feuer machen und du darfst auch dann kein Feuer machen, sobald die geringste Waldbrandgefahr besteht. So, und jetzt kurzer kleiner Exkurs in skandinavische Geografie. Norwegen ist ein Land, das hat einen ziemlich zerklüfteten, wie wir wissen, Küstenstreifen, dessen Küstenlänge länger ist als der Äquator, blablub und so weiter. Alles toll. Hinter diesen Küstenstreifen gibt es dann ein ganz kleines bisschen flache Gegend und danach kommen die Skanden, das skandinavische Gebirge. Die Gebirgskette streckt sich durch komplett nahezu bis auf den Südzipfel, den Kopf des Löwen sozusagen, wenn man Skandinavien sich als Löwen vorstellt, streckt sich diese Gebirgskette bis fast ganz nach Norden. So. Was macht jetzt so eine Gebirgskette, wenn sie zwischen einem Land dahinter und einem Ozean davor liegt? Genau, sie hebt die Wolken auf. Ne? So, das heißt, wenn eine Wolke vom Atlantik kommt und über Norwegen fliegt, bleibt sie irgendwo in den Skanden hängen. Dann regnet sie ab und ist dann relativ leicht und hat kein Bedürfnis, noch weiter zu regnen, während sie über Schweden zieht. Schweden ist trocken. Schweden ist ein ganz klassisch, das kann man aus der Landkarte sofort erraten, ganz klassisch trockenes Land mit bestenfalls kleinräumig noch subozeanischem Klima, ansonsten schon ziemlich kontinental, weil komplett Schweden eben durch diese Gebirgskette abgeschottet wird. Es gibt Gegenden von Schweden, die sind nicht ganz so trocken, es gibt Gegenden von Schweden, die sind extrem trocken. So, und jetzt erlaubt Schweden, trotzdem, und da muss man sagen, sind sie fast schon ein bisschen naiv und nicht super freiheitsliebend, also das sind sie, aber das grenzt an Naivität, unter diesen Bedingungen dann tatsächlich einfach mal so zu erlauben, dass man da einfach mal ein Feuer machen darf. Ne? Deswegen ist es im Sommer ja auch nicht erlaubt. Aber wer weiß das? Ne? Wer von euch hat jetzt das gewusst? Also bei euch traue ich mir schon, euch schon zu, dass ihr das die meisten gewusst habt. Aber es gibt so viele Leute, die da halt eben entsprechend hingehen oder auch da irgendwie so eine geführte Kanutour oder dieses beliebte Ding, wo du ein Kanu kriegst, 5 Tage Zeit hast und mit dem Kanu mitsamt Tonne, wo du dein Zeug reinmachen kannst und so weiter und so fort über irgendwelche Seen schippern kannst. Das ist an sich eine tolle Sache. Aber angenommen, dann ist es halt da trocken zu dieser Zeit und du darfst kein Feuer machen. Und jetzt hast du diesen tollen Urlaub und jetzt willst du aber unbedingt Feuer machen, weil du ja gerade nach Schweden gehst, um Feuer zu machen. Machst du dann wirklich kein Feuer oder denkst du dir, ach, wird schon nichts passieren und dann passiert doch was. Und so ist es schon häufiger vorgekommen. Und das sind die Folgen dessen, wenn man jedem Depp erlaubt, in der Natur zu machen, was er möchte. Weil man kann es nicht nur denen erlauben, die es können, sondern man muss es gleich allen erlauben. Erlaubnis gilt immer für alle.
Es sei denn, und jetzt kommen wir mal zu den paar Lösungsansätzen, die gerne auch mal in den Kommentaren stehen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir über dieses Thema sprechen. Man macht so eine Art Waldführerschein, ist die eine Sache, die immer mal wieder gerne genannt wird. Das ist nicht besonders praktikabel, ne? Das kann kein Schwein bezahlen und es gibt keinerlei Instanz, die irgendwie das Interesse daran hätte, sowas zu machen. Aber im Grunde wäre das ja schon cool, dass man wirklich so einen Zettel kriegt, so einen Persilschein, Passierschein A38. Und wer den hat, nachdem er einen kleinen Kurs gemacht hat, das muss ja gar nichts Großes sein. Das muss ja wirklich bloß, da muss er ja nicht lernen, wie du einen Tarp aufspannst. Du musst da auch nicht lernen, wie du am besten deinen Rucksack an einen Ast hängst, nachdem du in deinem Lager ankommst, was gefühlt jeder macht. Warum auch immer. Du musst da auch nicht unbedingt lernen, wie man einen Löffel schnitzt. Da bräuchtest du wirklich bloß lernen, in welche Waldgebiete man vielleicht nicht unbedingt reinrennen muss, weil sie halt eine Dickung sind, weil sie damit ein natürliches Versteck für Tiere sind. Und da muss man ja nicht unbedingt reinrennen. Erstens ist es gefährlich wegen der Wildsau. Zweitens, warum? Warum muss man jetzt die unbedingt stören? Was hat man in dieser Dickung verloren? Es gibt so viel Wald, wo weit geguckt werden kann, wo die Tiere in ewig langer Zeit im Voraus wissen, dass man kommt, wo man problemlos also hinlatschen kann, ohne sie zu stören. Anderer Ansatz. Wir machen spezielle Waldgebiete, in denen man halt dann alles darf. In denen man auch Feuer machen darf, in denen man übernachten darf, in denen man zelten darf und so weiter und so fort. An sich wäre das eigentlich gar nicht mal so blöde. Wir haben ja jetzt schon den sogenannten Erholungswald. Das ist ein bestimmter Waldtyp. Da wird ein gewisses Augenmerk darauf gelegt, dass der Wald so gestaltet sein soll, forstlich, von dem Forstamt, dass er sich für die Erholung der Bevölkerung besonders gut eignet. So, jetzt könnte man theoretisch hingehen und sagen, okay, dann machen wir jetzt einen, wo habe ich denn jetzt meine Brennmaterialien, einen Supererholungswald, also einen 100% Erholungswald, wo jede Form von erholerischen Tätigkeiten im Wald, schlafen ist ja wohl erholsam, erlaubt ist. Das könnte man theoretisch tun. So, jetzt wird das aber dem geneigten Wanderer und Buschkrafter und Waldläufer und Wild-Naturfreund gar nicht schmecken, weil dann gibt es da so einen, sagen wir mal, 300 Hektar großen Erholungswald hinter von mir aus Berlin und jetzt sollst du da rein. Und da sind aber schon alle. Und was hast du dann nicht? Die vielbepriesene Einsamkeit, die wir alle haben wollen. Und das kann dann auch wieder irgendwie schwierig werden, ne? Also wir haben schon hohe Ansprüche, wir Leute, die wir gerne draußen unterwegs sind, inklusive mir. Wir wollen möglichst wirklich völlig weit weg sein vom Schuss. Und wir wollen da auch noch so ziemlich alles dürfen, was irgendwie zu einem Leben in der Wildnis dazugehört. Das sind gar nicht mal so kleine Ansprüche eigentlich. Und das jetzt in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland, das geht halt einfach nicht, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie das praktikabel sein soll. Weil wie gesagt, man kann es entweder nur allen erlauben, aktuell ist die Alternative, es allen zu verbieten. Und das ist ja auch nicht so. Man kann ja Anträge stellen. Gut, zugegebenerweise wird man einen Antrag auf ich will im Wald zelten, weil ich Lust habe, bei fast keinem Forstamt dieser Welt großartig durchkriegen. Das müssen wir ja auch so sehen. Aber rein rechtlich gesehen gibt es schon die Möglichkeit, einen Antrag auf Genehmigung für all den Kram, den man nicht darf, zu stellen. Oder für diejenigen, die etwas finanzstärker unter uns sind, wenn man sich einen Wald kauft, darf man da drin auch schlafen. Und man darf in den meisten Bundesländern da drin dann auch Feuer machen. Mit wenigen Ausnahmen, wo das Besitzen von Wald immer noch nicht zum Feuermachen berechtigt. Da ist es dann aber meistens auch durchaus legitim, dass das so ist. Wenn man sich zum Beispiel Brandenburg anguckt, das heißt ja nicht umsonst so, ich bringe den Witz jedes Mal, aber da brennt es ja wirklich ständig. Und wenn da nur die Tatsache, dass du Wald besitzt, qualifiziert dich nicht, damit Feuer rumzuspielen und bei extrem hohem Waldbrandrisiko und extrem hoher Waldbrandwahrscheinlichkeit dann einen solchen auszulösen. Ne? Also ich würde auch nicht in Brandenburg bei auch nur ansatzweise vorhandenem Waldbrandrisiko irgendwie mit Feuer rumspielen wollen. Das ist mir in Brandenburg wirklich zu brandgefährlich. Ahahaha. Ja, okay, der Witz war nicht gut. Da waren schon bessere dabei. Ach ja, das sind so die Dinge, die man diesbezüglich
Aber dieses Jedermannsrecht, die haben da wirklich ihre liebe Not mit. Auch wenn man sich Island anguckt. Island wollte die Touristen irgendwo. Die haben die Touristen eingeladen irgendwo. Und jetzt gibt es viele, viele, viele Isländer, denen das schon wieder zu viel wird. Und gerade neulich war ich zum Beispiel auf einem tollen Vortrag von einem Reisejournalist, Reisefotograf, Reisejournalist, Schrägstrich, irgendwie so. War wirklich großartig. Toll, absolut tipptopp. Und der hat das große Problem, dass er jetzt seit 30 Jahren in Island rumreist und seit 30 Jahren den Leuten erzählt, wie toll doch Island ist. Und jetzt sind es ihm inzwischen viel zu viele Touristen geworden und in manche Gegenden mag er einfach nicht mehr hin und fühlt sich da total unwohl und hat so das Problem, dass er jetzt einfach sieht, hier war doch vor 20 Jahren noch völlige Einöde und hier war es wunderschön. Und jetzt ist hier der Reisebus mit den, nichts gegen Chinesen, aber die sind es zum Beispiel. Und so ging es mir, als ich das letzte Mal auf dem West Highland Way war. Das ist ja so ein bisschen, also in Schottland, das ist ja so ein bisschen mein Standard-Fern, so lang ist der jetzt nicht, aber Fernwanderweg in Schottland, den ich immer auch gerne, den ich immer gerne häufiger gemacht habe, den ich auch immer nochmal machen möchte. Eigentlich immer, wenn ich zurück bin, möchte ich da, ach ja, den könnte man eigentlich nochmal machen. Und ich merke es jetzt auch, ich war da jetzt 5-mal über 14 Jahre. Und ich merke auch extrem, wie sich da die Sachen verändern. Als ich das erste Mal da war, gut, da gab es halt so ein paar mitten in der Landschaft befindliche, aber auch schon seit Hunderten von Jahren da rumstehende Hotels. Und es gab so hier und da noch einen kleinen Campingplatz, insbesondere in den Dörfern. Und ansonsten musstest du halt dazwischen wild campen. Das durftest du auch. Das darfst du auch heute noch eigentlich. So, inzwischen ist dazugekommen, also vom ersten Mal bis zum letzten Mal, zwei mitten in der Wildnis befindliche Kaffeebuden. Die sind zwar wirklich schön und ich habe mir da auch was geholt, aber hätte es das sein müssen? Nicht wirklich. Aber das Krasse ist ja, man holt sich aber trotzdem da dann erstmal einen Kaffee. Und man kann inzwischen jede Etappe, egal wie man sich diesen Weg einteilt, egal wie lang oder kurz man die Etappen macht, es ist problemlos inzwischen möglich, und das ging früher wirklich nicht, jede Etappe an irgendeinem Pub enden zu lassen. Man kann also eine reine Sauftour aus dem West Highland Way machen. Gut, beim leckeren schottischen Whisky grundsätzlich erstmal gar nicht so viel gegen einzuwenden. Aber früher war das für mich immer so ein bisschen die Einstiegstour ins Wildniswandern und die ist es auch heute noch und es gibt auch heute noch Bereiche zwischendrin, in denen tatsächlich nichts ist, aber der Hohn, also der, was den Vogel wirklich abgeschossen hat, das letzte Mal, als ich da war, und das war ja dieses Jahr, war halt, dass auf dem Gipfel, also es ist eigentlich ein Pass, vom Devil's Staircase, so der krassesten Erhebung, die man da hochsteigen muss, also zumindest auf dem Papier. Ich finde andere Anstiege eigentlich anstrengender, aber ja, der ist halt mystifiziert so ein bisschen, der Devil's Staircase. Und da oben, die war zwar nicht mehr da, aber ein paar Tage bevor wir angekommen sind, muss es da noch eine gegeben haben, findest du dann eine große Frischhaltebox, so eine Tiefkühlbox, und da steht dann drauf Honesty Box. Und da kannst du dann einen Pfund reinschmeißen und dir da eine frisch gekühlte Cola rausholen, um da oben auf dem Gipfel eine frisch gekühlte Cola zu zischen. Oder irgendein anderes Getränk oder ein Snickers und wer weiß, ob sie da nicht noch Sandwiches drin haben und was weiß ich. Und eigentlich ist das so ein Bereich, da sind früher die Leute gestorben. Eigentlich ist das nicht weit vom nächsten Dorf bis zum nächsten Hotel, dass dieser Berg, der dazwischen liegt sozusagen. Und da sind früher im Winter regelmäßig die Leute verreckt, weil es da zu krass war. Ja, und jetzt gibt es da oben eine Box mit Erfrischung. Und irgendwie, ich bin ja jetzt noch nicht alt, wenn ich mir da noch anhöre, wie es Leuten geht, die seit 40 Jahren oder 50 Jahren sogar in den Alpen wandern gehen, oder mir den Reinhold Messner anhöre, der übrigens keine besonders guten Vorträge macht. Ich war mal da, hat ein Schweinegeld gekostet, und abgesehen davon, dass er natürlich von krassen Sachen berichten kann, waren die Bilder jetzt wirklich nicht besonders spektakulär. Also ein besonders toller Fotograf ist er nicht. Und wirklich schön erzählen tut er jetzt auch nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz ist der Mann natürlich ein begnadeter Bergsteiger gewesen. Das ist völlig außer das steht völlig außer Frage. Ne? Und dass er sich jetzt dafür einsetzt, dass die Alpen wieder etwas wilder werden sollen und etwas weniger Tourismus in den Alpen gut tun würde, da bin ich auch vollkommen seiner Meinung. Das nehme ich sehr wohlwollend zur Kenntnis. Alles tippitoppi. Und ich finde gerade ein Reinhold Messner, gerade auch weil, wenn sich jemand mit Bergsteigen auskennt, dann ja verdammt nochmal Reinhold Messner, wenn der jetzt sagt, die Alpen sind inzwischen total überlaufen, es macht überhaupt keinen Spaß mehr und so weiter und so fort, dann
das regt mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen zum Nachdenken an. Ne? Das ist schon interessant. Ich persönlich war ja auch schon in den Alpen, so ist das nicht. Aber ich bin da jetzt nicht so regelmäßig, dass ich wirklich ein Gefühl dafür kriege, wie krass das zugenommen hat. Aber puh, das muss wohl wirklich, und auch die Statistik, ne, die Zahlen, entsprechend sogar der Deutsche Alpenverein, also Teile davon zumindest, ich weiß von Teilen, ich weiß nicht, ob es alle gewesen sind, oder beziehungsweise sogar alle drei Alpenvereine haben inzwischen eine Kampagne gestartet, mit der sie den weiteren Ausbau der Alpen stoppen wollen. Sie sind nicht Reinhold Messner, sie sagen nicht, man muss den Tourismus, die Tourismusanlagen sozusagen rückbauen, das sagen sie nicht, aber sie sagen, es reicht, mehr brauchen wir nicht, es gibt tatsächlich genug Hütten. Und da muss man halt gegebenenfalls ein Reservierungssystem einführen und so weiter und so fort. Dann musst du halt gegebenenfalls einen Termin vorher machen, wenn du mal in die Alpen willst. Und so weit ist es jetzt schon gekommen, dass man, wenn man in den Alpen wandern möchte, einen Termin machen muss. Und vielleicht ist das aber auch gar nicht so verkehrt, weil die Weltbevölkerung wächst nun mal und die Erde wird nicht größer. Und insbesondere die Wildnisregionen, die werden erst recht nicht größer. Im Gegenteil, die werden immer, immer, immer knapper. Und vielleicht ist es dann gar nicht mal so schlecht, da jetzt ausnahmsweise mal das zu tun, was die Amis tun. Ich hack ja gerne auf den Amis rum, aber was Sachen Naturschutz angeht, insbesondere was Sachen Nationalparks und Schutzgebiete angeht, die haben es erfunden, die haben damit am meisten Erfahrung. Und das machen sie auch wirklich, wirklich gut. Das machen sie wirklich, wirklich, wirklich gut. Also, bis sich da irgendjemand einmischt, der mit Fingern auf seinem Touchteil im Weißen Haus hantiert. Naja, egal. Jedenfalls, das machen sie wirklich, wirklich gut. Und die haben einen Haufen einmalige Natur, haben sie, ne? Amerika ist wunderschön, es ist halt nur voller Amerikaner, das ist wie Bayern. Nein, war böse, ne? Aber ein bisschen provozieren muss mal sein. Also sowohl für die Amerikaner böse, selbstverständlich kann man die nicht alle unter einen Hut stecken. Ne? Das geht auch nicht, außerdem ist da kein Platz mehr. Aber diese wirklich einmaligen, weltweit einmaligen Naturwunder, die die da haben, sowas wie der Grand Canyon und so weiter und diese tolle Schlucht mit den roten Sandsteinen, wenn das Licht reinfällt, Monument Valley generell mit diesen Thor's Hammer, der da auf so einem winzig kleinen Steinstiel steht und ihr kennt diese Bilder alle. Ne? Wenn man sie nicht von Winnetou kennt, dann hat man sie inzwischen mit National Geographic gesehen oder sonst wo oder in irgendeinem anderen Film. Man kennt das ja alles. Und diese einmaligen Gebiete, also sofern sie wirklich durch erhöhten Besucherdruck gefährdet sind oder auch bestimmte Wanderwege entlang der Küste, muss man sich ein Permit holen. Das ist inzwischen wirklich relativ auf vielen, vielen solchen Wanderwegen entsprechend so. Du musst beantragen, dass du da hingehen darfst. Du musst einen Termin vorher machen. Das kostet nicht viel Geld. Das soll jedem möglich sein, aber jeder muss halt eben entsprechend das Ganze reguliert sein. Und warum gibt es dieses Permit? Weil gleichzeitig nur so und so viele Leute auf diesem Weg sein dürfen. Wenn es also dumm läuft, muss man da anreisen und muss dann gegebenenfalls noch 2-3 Tage warten, bis alle am anderen Ende oder genügend am anderen Ende wieder rausgekommen sind und sich rückgemeldet haben. Dass da also wirklich nicht so viele Leute auf diesem Weg rumlatschen. Einfach damit die empfindlichen Lebewesen, die da leben, die von einem autobahnartigen Verkehr an den schönsten Ecken dieser Erde, und da gibt es autobahnartigen Verkehr, wirklich, wirklich, wirklich so sehr gestört werden, dass sie in ihrer Existenz bedroht sind. Und solche Tiere gibt es und solche Pflanzen gibt es. Nicht alle, nicht alle. Ein deutscher Buchenwald? Relativ egal, ob du da durchrennst. Relativ egal. Ein Moor, habe ich ja schon mal gebracht, überhaupt nicht egal. Sehr schnell, sehr kritisch. Fjällvegetation. Das Fjäll ist riesengroß, ne? Skandinavische Gebirgstundra. Riesengroß. Du hast das Gefühl, ist unendlich. Das ist ja auch das, was mich da reizt. Aber wenn du da in diesem unendlichen Gebiet 2, 3, 4 Mal auf die gleiche Pflanze trittst, ist sie hin. Und das dauert Jahrzehnte, bis die sich wieder erholt. Beziehungsweise die ist dann tot, ne? Da muss eine neue wachsen. In diesem riesigen, unendlichen Weite, wo es so viel Natur gibt, dass du sie gar nicht quasi wirklich aufnehmen kannst, kannst du sie mit 3, 4 Mal drauftreten trotzdem kaputt machen. Also, ist mir jetzt wirklich wichtig, der Saki hat recht, es ist bei uns überreglementiert. Ne? Und es gibt viel zu viele, viel zu undurchsichtige, viel zu komplizierte Gesetze, insbesondere das Nicht-Zelten halte ich für ziemlich gefährlich. Das Nicht-Feuer-Machen gehört dringend angepasst, ne? Sinnvoller gemacht. Du darfst nicht Feuer machen im Sommer, d'accord. Du darfst nicht Feuer machen, wenn hohe Waldbrandgefahr herrscht, absolut okay.
du darfst, wenn es in Strömen im Winter regnet, schon ein Feuer machen. Da wäre ich absolut der Meinung. Aber selbst das darf man nicht. Und das ist Quatsch. Ne? Also viele, viele, viele Beispiele, wo es völlig überreglementiert ist. Ja, das ist ohne jeden Zweifel so. Aber man kann auch nicht einfach sagen, Regeln sind Kacke und jedermanns Recht in Deutschland würde funktionieren. Das glaube ich nicht. Daran glaube ich wirklich nicht. Dafür sind wir einfach zu viele. Gut, das ist meine Meinung. Jede andere Meinung ist herzlich willkommen. Wirklich herzlich willkommen, jede. Und bin ich gespannt. Je nachdem, wie sehr das dann wieder abgeht in den Kommentaren, kann ich leider nicht auf alles antworten. Dann komme ich nicht mehr dazu, neue Videos zu machen oder sonstiges Zeug zu machen. Ich mache tatsächlich hin und wieder auch noch andere Dinge. Ja, aber das wäre jetzt dann so der aktuelle Stand, beziehungsweise das, was ich dazu jetzt noch zu sagen hatte. Gut, dass ich genügend Grillanzünder dabei hatte. Ich habe hier noch, sind schon noch ein paar da. Und ich hatte noch mal eine andere halbe Palette habe ich schon vergrillt. Ne? Also, das ist gut, weil ich habe noch gefühlte 6000 andere Dinge, die brennbar sind, die ich dann auch mal für Lichtzwecke entsprechend missbrauchen kann, wenn ich mal die Grillanzünder tatsächlich alle sein sollten. Also für ein weiteres Video dieser Art reicht es auf jeden Fall noch. Macht's gut.